Was zum Teufel? Frank! Frank! Hey! Hey! Wer ist da? Komm schon, Frank! Was zum Teufel? Was soll das?
das sein? Greatest Hits von Frank West? Ist nicht gerade mein tollstes Interview. Ich weiß, nicht gerade mein tollstes Interview. Hol dir, was dir zusteht. Das muss ich mir nicht geben. Ich habe Millionen von Fans, die wissen, dass ich recht habe. Vielleicht um 4 bis 6 Stellen. Willamette war ein Inside-Job. Ist doch nicht so schwer zu verstehen, wie es ist. Schon gut. Schluss mit der Vorstellung. Ich hab genug gesehen. Super, weißt du was? Alle hatten ihren Spaß. Kann ich jetzt gehen? Ich bekam eine Medaille vom Präsidenten und als ich ihm die Hand reichte, rutschte ich aus und schlug ihn aus Versehen. Auf den Hals. Auf den Hals? Und ausgerutscht. Du hast dem Präsidenten ein paar an den Hals gegeben? Du liebst es, mich schlecht aussehen zu lassen, oder? Du hättest Boulevardjournalistin werden sollen. Ach, leck mich. Oh, sorry, ich vergaß. Sensibles Thema. Boulevardjournalisten töteten deine Eltern. Haha. Wohin geht's denn überhaupt? Was zum... Lass mich erklären. Du hast gesagt, wir würden Minigolf spielen. Bei allem Respekt, Professor, dass du darauf reingefallen bist. Ich liebe Minigolf.
Hör mal zu. Es gibt da diese geheime Militärbasis. Oh, bitte nicht schon wieder eine Verschwörungstheorie. Hör doch mal zu. Sie führen da illegale Experimente durch. Dreh sofort um. Menschliche Experimente, Frank. Dreh sofort um. Frank! Wow! Frank! Habe ich in unseren Gesprächen nach dem Unterricht jemals angedeutet, dass ich zurück nach Willamette will? Keine Sorge. Du musst dich entspannen. Ja, sagte sie, bevor das Gekreische begann. Du sagst doch immer, dass meine Handyfotos totaler Mist sind. Sind sie auch. Also wäre der beste Lehrer ein Weltklasse-Fotograf, richtig? Das ist meine Kamera. Ja, sie hing in deinem Kleiderschrank. Der verschlossen war. Nicht sehr fest. Hör zu, die Quelle hat da viele volle Leichensäcke gesehen. Humanversuche in einer alten Raketenbasis. Komm schon, Frank. Wie kannst du Nein dazu sagen? Nein. Frank, das ist unsere Chance. Bitte. Gut, aber ich fahre. Was? Nein, das ist mein... Warte. Okay. Einige Grundregeln. Das ist jetzt meine Story. Was? Du bist hier, um zu lernen. Vor 2 Minuten war das noch meine Story. Du bist hier, um zu lernen, wie ein echter investigativer Journalist arbeitet. Nur mit seinen Notizen, seiner Kamera und seinem Mut. Verstanden? Oh, wow. Nummer 2. Deine Quelle sprach von illegalen Humanexperimenten. Das heißt, einiges dort willst du wahrscheinlich lieber nicht sehen. Ja. Wenn das passiert, bleibst du cool. Du machst Notizen. Ich mach Fotos. Wir schnappen uns die Story und verschwinden. Okay. Man will als Erster mit der Story rauskommen, nicht an ihr zerbrechen. Verstehe. Konzentrier dich aufs Ziel, okay? In Ordnung. Gute Story, dann kriegst du die nächste. Geh du fast. Nein. Na los, mach schon. Ich kann das nicht. Bist unter deinem Niveau, was? Verstehe. Machen wir uns an die Arbeit. Verrückter Knacker. Hat dir dein Kontakt gesagt, wie wir da reinkommen? Ja, in einem Schuppen irgendwo hier gibt es eine Sicherheitskarte. Na gut, dann mal los. Da ist der Schuppen. Ich check das. Pass du auf. Ja, geht klar. Hab sie. Und jetzt? Die ist für eine Tür. Komm schon. Okay, schön Piano, Miss Marple. Ich will nicht über den Haufen geschossen werden, okay? Hey, Entdeckung! Oh, Scheiße! Was machst du denn? Was? Feuer! Oh mein Gott, du hast ihn umgebracht? Was? Nein, nein, der macht nur ein Schläfchen. Oh. Okay. Nie im Leben ist das ein Reservisten-Ausbildungslager. Die Typen waren in voller Kampfmontur. Und was soll das mit den Masken? Hab's gesehen. Könntest du mal einen Gang runterschalten?
Was auch immer hier ist, wir schnappen es uns, versprochen. Ah ja, wusste ich doch, dass ein kleiner Frank West in dir steckt. Schnauze. Warte doch. Sch, ich hab was gehört. Oh mein Gott, mach Fotos. Meinst du echt? Ist nicht mein erstes Mal, weißt du? Jetzt stell ich's mir gerade vor. Was zur Hölle tun wir noch hier? Heilige Scheiße. Frank? Psst, Eise! Was läuft denn hier? Finden wir es heraus. Mein Kontakt hat offensichtlich die Kameras deaktiviert. Echt jetzt? Es ist mit der Tür da. Ich versuche hier oben was zu bewegen. Irgendwie gefällt mir der Ton nicht. Ich habe ein Bedienfeld gefunden. Wir kommen nur raus, wenn ich alle Zellen öffne. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Nehmen wir uns eine nach der anderen vor. Bereit? Ja, bin bereit. Bereit, Desk. Scheiße. Hey, warn mich doch vor! Hab ich so! Ja! Ich scheint's noch drauf zu haben. Ich glaube, ich hab da was für dich. Sieh mal da rein. Ja, damit kann ich was anfangen. In Ordnung. Nächste Zelle. Bereit, Professor? Immer mit der Ruhe! Mach! Läuft! Leg dich nicht ins Profis an! Wie in alten Zeiten. Warte! Vic, ich vergebe dir. Das hier ist viel besser als Minigolf. Wow, du bist ein bisschen abgestumpft, was? Sind doch nur Zombies, Vic. Ich weiß, nur waren das früher Menschen. Pass auf, entweder die oder ich. Können wir einfach weitermachen mit der Reportage? Schon gut. Ich bin ganz bei dir. Ja!
Bingo. Ist das ein Labor? Du machst Notizen, ich mach Fotos. Überaus interessant. Versaut. Nicht gut genug. Na komm, Frank. Frank, machst du jetzt ein Foto oder was? Okay, was übersehe ich hier? Muss mir das genauer anschauen. Ich glaube, diese Ausrüstung ist dazu gedacht, Änderungen im Hirn zu bewirken. Wie jetzt? Medizin studierst du auch noch? Nee, nur eine Menge Sci-Fi-Literatur gelesen. Die scheinen sie operiert zu haben. Es gibt doch schon ein Impfmittel gegen Zombifizierung. Was soll das dann? Auf jeden Fall was Gruseliges. Zombrex. Das Zeug unterdrückt die Zombifizierung nach einem Biss. Ja. Aber mittlerweile ist doch jeder immun gegen den Parasiten. Scheiße. Wo haben die diese Zombies überhaupt her? Wir brauchen doch gar nicht alle Antworten. Nur so viel, dass... Zu dunkel. Mach deinen Nachtsichtfilter an. Meinen was? Oh, ich habe deine Kamera mit ein paar neuen Filtern versehen. Also los, alter Mann. Probier sie mal aus. Ja, dufte. Irgendwas Interessantes? Ich schaue. Eine Art Überwachungszentrale. Komm, sehen wir uns mal um. Physisch zeigt sie keine Symptome. Das ist ein Fortschritt. Sonst keine Veränderung. Wieso sehe ich mir das an? Das Mittel wird perfektioniert, nicht verbessert. Was der Kunde erwartet ist, das ist ein Projekt, an dem man ein Leben lang forschen muss. Die Fortschritte sind wirklich... Wenn Sie den Termin nicht halten können, Doktor, werden Sie ersetzt. Packen Sie den zu den anderen. Die experimentieren mit Zombies. Sperren sie ein. Aber warum? Zur Beobachtung. Die wollen irgendwas erschaffen. Scheiße. Frank, wir halten diese Arschlöcher auf, oder? Wow. Wir sichern uns die Story, wir kommen hier raus, wir werden bezahlt. Nicht mehr, nicht weniger. Hast du was zu sagen? Hab ich immer. Ich hätte Unterhosen anziehen sollen. Frank, eklig. Mist, diese Tür hat einen Code. Du kannst den Code mit dem Spektrumanalysator hacken. Lass mich raten. Du hast wieder an meiner Kamera rumgefummelt, oder? Du bist ja ein ganz schneller. Das sagen sie alle. Dieses Versuchsobjekt 324B2.
können beginnen. Ein weiterer Misserfolg. Brechen wir für heute ab. Ich habe noch nie einen Zombie gesehen, der so steil geht. Oh Gott, Frank. Sieh die Hand. Sie leidet. Ja, und es geht nur durch diese Kammer weiter für uns. Verschlossen. Wir können nicht durch, solange sie noch da drin ist. Interessant. Einmal Zombie flambiert. Bitte sehr. Verdammte Scheiße, Frank. Wir sind hier mit grauenhaftem Zeug konfrontiert. Und du haust nur Karlauer raus? Das ist unfair. Ich habe Fotos von Sachen gemacht und nachgedacht über Sachen. Dir ist eigentlich vollkommen egal, was mit diesen Leuten geschehen ist, oder? Komm, holen wir uns einfach, was wir wollten und verdünnisieren uns, okay? Okay. Wow. Nach Frank-Art gebraten. Oh Gott. Schau dir das an. Ich brauche Bilder. Von allem. Gleich aus. Ja, eine Großfamilie, was? Hör auf. Da ist was drin. Probier's mit dem Spektrumanalysator. Damit solltest du was erkennen können. Ist noch einer. Was treiben diese Bastarde hier? Fotos. Brauche Fotos. Kaffeepäuschen später. Zu weit weg. Der Winkel stimmt nicht. Weißt du, was das ist? Ja, DNS-Testergebnisse. Sie klonen Leute, züchten Forschungsmaterial, machen Experimente mit ihnen, sperren sie ein. Weg! Mit dieser Story winkt uns jeder Preis der Welt. Also bitte, bitte! Konzentrier dich einfach, bis wir hier raus sind. Ich gehe nirgendwo hin. Ich werde das alles hier abfackeln.